Okay, wie ist jetzt der Plan? Wir haben hier vorne eine Stange. Okay, wir kommen jetzt an unerreichte Stellen, ne? Oh mein Gott, nice. Alles klar, jetzt weiß ich auch, wo wir sind und warum das hier war. Das hat ja am Anfang gar keinen Sinn ergeben. Die ausgediente Brücke, ne? Wir meditieren. Konzentrieren. Machen uns nochmal voll. Wir haben ja auch schon ganz gute Stims verloren. Und schauen wir auf die Map, was wir jetzt machen müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten, ne? Wir könnten jetzt von hier aus nach unten starten. Aber wir müssen hier vorne hin, ne? Aber oh mein Gott. Irgendwo da unten. Ah, da sind wir durchgekommen, ne? Unentdecktes Gebiet. Habe ich irgendwas falsch gemacht gerade? Kommen wir ja wieder hoch, ne? Ah, ich glaube, wir können jetzt hier rüber jumpen, ne? Alles jetzt klar. Jetzt sind die Winde auf unserer Seite. Yes. Raumschiff gelandet. Beginne Ausgrabung an der nördlichen Front des Schiffes. Das Ding wird den ganzen Laden in kürzester Zeit ausheben. Wir kommen also früh nach Hause. Na, Digga? Ein Schlag, Alter, und die sind raus aus dem Spiel. Okay, drüben haben wir noch eine Kiste. Ne, schaffen wir nicht, ne? Das schaffen wir nicht. Ein bisschen sehr optimistisch. Ich hätte die gerne. Einmal versuche ich es noch. Das ist ja so ein kleiner Vorsprung, ne? Nee. Das ist zu weit. Okay, hier könnten wir wieder hoch. Das passt. Der will gar nicht, dass ich in die Richtung komme. Die Aktivierung dieses Bohrers wird eine Weile dauern. Hoffentlich kann Marin sie bremsen. Okay. Nein! Das ist schwierig, die Passage. Oh mein Gott, geschafft. Moin! Da liegt sein Bein und sein Blaster. Du hast, sie haben da was verloren. Wie geht's dir, BD? Hast du Spaß da hinten? Ich glaube schon. Ich
Hier muss man vertikal, horizontal, alles Mögliche springen. Oh mein Gott, das war knapp. Aber ist auch gar nicht mal so einfach, eben die Sprungpassage. Ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Moin, Männers. Das habe ich gebraucht. Alter Schwede. Das Ding scheppert aber mal sowas von rein. Oh, ich glaube, wir können jetzt... Ist hier nicht diese eine Kiste? Moment mal. Jetzt macht das Sinn. Mäßigungsschalter. Und dann eine Abkürzung, ne? Sehr geil. Es geht erstaunlich gut mit diesem Dreier Kombinationssprung. Ist nicht gedacht. Dachte, das wird ein bisschen sehr kompliziert jetzt gerade. Kommen wir da hoch? Ja. Die Stange biegt sich. Muss ich denn lang? Okay. Wo sind da lang? Eigentlich geradeaus, ne? Alles da drüber springen. Okay. Drüber springen müssen wir. Unglaublich. Aber das wird das Imperium nicht davon abhalten, alles in Schutt und Asche zu legen. Warum ist hier noch ein Seil? Wir werden jetzt mal weiterlaufen. Keine Ahnung, warum da ein Seil war. Vielleicht um nochmal irgendeinen Schatz zu bekommen, der nicht so offensichtlich ist. Ich kann ja mal einmal gucken. Das macht ja sonst keinen Sinn. Oder? Hm. Ach, höchstens nach unten, ne? Oder ist das... Ach so, das ist für den Rückweg. Das ist für den Rückweg. Sonst komme ich gar nicht rüber. Okay, da macht es doch Sinn. Wirfst du mir ein Stim her, Kumpel? Wir machen uns vorsichtshalber nochmal voll. Lieber noch mal gucken in den Nischen, ne? Nicht, dass hier noch irgendwas Feines liegt. Ah, alles klar, auf der anderen Seite. Muss man nicht schnell drehen. Würde ich sagen. Hoffentlich bist du bereit. Ich werde dich besiegen.
Das scheppert so rein. Bringen wir die hier ins Sears Archiv. 10 Jedi-Schriftrollen. Ist hier so ein Durchbruch oder was? Hier vorne, ne? Ich muss mich beeilen. Bruder Amias kann sich nicht ewig verstecken. Erreiche die Pilgerzuflucht. Du weißt, was du zu tun hast. Finde Zuflucht Bruder für alle, die danach suchen. Armias. Klingt so schön, um wahr zu sein. Ziel und Anfang. Beim Überschreiten der Tempelschwelle werden Reisende eingeladen, über ihre Pilgerreise zu meditieren, bevor sie sich auf die nächste Reise begeben. Gehen wir nun Echo? Pilgerzuflucht sollte ein würdiger Ort für das Versteck sein. Die Nähe zum Archiv ist ideal. Und mit deinen Heckkünsten könnte dieser Tempel für alle Bedürftigen bald wieder ein sicherer Hafen sein. Cool. Wiederbelebte Zuflucht. Vor Jahrzehnten stand die Pilgerzuflucht vor allem jenen offen, die verfolgt wurden und Sicherheit suchten. Mittlerweile haben Sia Junda und Eno Cordova den Ort umfunktioniert. Er dient jetzt vornehmlich Anhängern des versteckten Pfades als Anlaufstelle. Aber sind natürlich schon erstaunlich viele Imperiale hier, ne? Also ich muss mich konzentrieren. Die Einschläge kommen näher, sagen wir mal so. Zufluchtstempel. Und wir warten mal, bis wir wirklich dann 2 Punkte haben. Zufluchtstempel. Dieser Ort wird nicht lange standhalten. Okay. Die Pilgerzuflucht hat einige neue Verwalter. Dieser Wachdroide könnte Ärger bedeuten. Scheiße. Das war natürlich jetzt selbstverschuldet eben, ne? Selbstverschuldete Blödheit. Ah. Scheiße, sind überall. Denkst du, das war sie? Vergiss diese Geistergeschichte, Soldat. Die Hexen sind tot und kommen nicht zurück. Genau wie die Jedi. Okay, den können wir ausschalten. Achtung! Okay, das kommt mir nicht. Nimm das! Der ist weg. Wir haben ein Problem. Da macht jemand eine Pause. So, immer mal gucken, wie wir da am besten
Die beackern die Jungs. Wo ist denn der Robby eigentlich? Ach, da ist noch einer. Da unten. Verliert ihr nicht aus den Augen. Erledigt ihn. Jemand sollte ihn fangen. Du brauchst das Ausweichmanöver. Das ist entscheidend. Shit. Sich mit dem. Ja, holt ihn euch. Einmal rubbeln. Hilfe, Sam. Autsch! Oh, der Robby haut gut rein. Halleluja. Hey, BD1! Oh, der hat mich schön... Sack. Er ist weg. Nein. Ich bin getroffen. Oh mein Gott. Imperium hat immer noch keine Ahnung, was vor seiner Nase ist. Aber irgendwann werden sie das Versteck finden. Wir müssen in Bewegung bleiben. Der ist ganz schön heftig, der Droide. Dass ich den beim ersten Mal so locker besiegt habe, das war ultra Glück. Sag mal, warst du nicht gerade noch bei 48 Toten? Wie kommst du auf einmal auf 84? Das war ein Zahlendreher, Seppel. Das war schon die ganze Zeit auf 84. Ja, das Spiel ist schon nicht ohne. Ist ja nicht ne, umsonst so eine Art Souls-like, ne? Also von daher. Hm. Was du kannst, kann ich auch hochseppeln. Viel sterben. Ach, was mache ich denn da? Okay. Da ist die Kameraführung so ein bisschen weird, ne? Aber kriegen wir hin. Ah, da ums Eck zu kommen, das ist mies. Okay, keine so. Keine Spur vom Versteck des Pfades. Es sind aber auch üble Kletterpassagen, Seppel. Des Grauens. Hängt er da fest oder was? Auf dem Bohrer drauf. Hä? Ach, wenn der hoch geht. Da ist der Durchgang. Haben wir's?
klappert das? Zu der Annahme, dass es unter dem Tempel ein ausgedehntes Netzwerk aus unterirdischen Wasserwegen gibt. Perfekt. Das sollte unsere Operation vor imperialen Scannern schützen. Unterirdische Kanäle. Einige Tempel auf Jeddah benutzten alte und komplexe Aquädukte, um Wasser aus unterirdischen Quellen zu fördern. Was hier unter Wasser ist. Vielleicht gibt es hier mal eine Truhe oder sowas. sieht nicht danach aus, tatsächlich. Oder warte mal, da kann man durchschwimmen. Hier muss es doch was geben. Soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen? Mal gucken. Hä? Okay, vielleicht war das sogar sowieso der richtige Weg. Alles klar. Bestimmt, Seppel. Halte Leertaste, um schneller aufzusteigen. Okay. Aber hier unten gibt es eine Kiste. Ich wusste es. Kaminoana. Meditationspunkt wäre ganz nice. Langsam denke ich, wir sind hier richtig. Was denkst du? Denke mal, kriegen wir das jetzt auf? Schauen mal aufs Mäppchen. Ist schon richtig, ne? Oh, hier liegt was. Die nehmen wir mit. Warum können wir die nicht öffnen? Hier ist doch irgendwas faul. Ah, da oben. Ey, das ist ja mies. Kann man sehr leicht übersehen. Jetzt sollte es... Ah, da ist noch ein zweiter. Ja, aber wo muss... Jetzt haben wir. Ach,
sind so Blockadendinger, ne? Jetzt müssen wir mal schauen. Da können wir natürlich nichts befestigen. Ach, muss ich jetzt mal die Tür weiter? Das ist ja mal wieder eine Kopfnussarbeit hier. Nummer uno. Okay, den können wir jetzt nochmal auch... Nein, können wir nicht. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Sinn. Alles klar, Seppel, wünsche ich dir auch. Schlaf schön. Wir müssen uns selbst eine Tür hier rausschaffen. Ja, das ist mir auch schon klar. Bloß, wie kriegen wir das hin? Der ist nicht lang genug. Ist da oben nicht was? Nee. Oder muss ich hier unten irgendwas im Wasser machen? Warum ist da ein Haken? Der macht doch gar keinen Sinn. Eigentlich. Der Haken macht keinen Sinn. Sei denn? Ah. Warum ist da ein Haken? Er hier. Blöde Gewicht, ne? Das ist doch Murks. Viel zu schnell.
müssen wir uns irgendeinen Masterplan einfallen lassen, aber ich habe bislang noch nicht so wirklich eine Idee. Dann bin ich einfach nur blind. Ich soll da durch, das ist mir schon klar. Es muss doch irgendwas mit Unterwasser sein, ne? Oder habe ich irgendwas übersehen? Übersehen. Ich meine, bevor wir ins Wasser gesprungen sind, hatten wir ja noch eine zweite Möglichkeit, ne? Eröffnet. Da gucken wir nochmal. Wir hätten ja noch eine Möglichkeit, da oben einen Wandlauf zu machen. Okay, hier haben wir eine Werkbank. Aber wie kriegen wir... hier schon lange gelegen. Abkürzung zu sein, ne? Das ist eine ganz schöne Kopfnuss.
Ich habe keinen blassen Schimmer. Tür festgestellt. Oder warte mal. Zeit, ne? Ich bin so doof. Ich bin so doof wie ein Stück Brot, ey. Aber wir kriegen's hin. Jetzt habe ich's. Manchmal brauche ich halt ein bisschen länger. Also erst den aktivieren, da hinten. Oh mein Gott. Jahre später. Profi kriegt's hin. Okay, es wird wärmer. Vergrabene Zuflucht. Komm schon, Kumpel. Oh. BD1 hat noch was zum Scannen. Sieh dir das an. Versteckter Pfad offengelegt. Bei der plötzlichen Evakuierung wurden alle möglichen persönlichen Gegenstände zurückgelassen. Ein Tableau vergangener Leben. Es gab bei der Evakuierung ein Gedränge. Tempel-Evakuierung. Die Flüchtlinge aus dem Tempel wurden so plötzlich evakuiert, dass es ein Wunder ist, dass auch nur einer von ihnen es hinausgeschafft hat. Ein Echo. Schnell, alle zusammen, hier entlang. Beeilung! Kommt ihr mit uns? Ich muss noch eine Weile bleiben. Geht jetzt. Es ist keine Zeit. Ich regle den Weg hinter euch ab. Möge die Macht mit euch allen sein. Ein Fluchthelfer, eine edle Tat. Bruder Armias führt eine Gruppe von Flüchtlingen auf dem gefährlichen Weg. Edelmütig opfert er sich selbst und schickt seine Schäfchen voraus, während er dafür sorgt, dass ihm das Imperium nicht folgen kann. Ganz ruhig. Sir Janda schickt mich. Meisterin Janda? Ihr nutzt die Macht, ihr seid Cal Kestis. Er kennt mich. Verschwinden wir. Das Imperium rückt an. Ja, und darum muss das hier zur Meisterin Janda gelangen. Diese Kontaktcodes dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Ah,
Ach, hey, Jemini. Der ist mal platt wie eine Flunder. Kerl, er ist tot. Für dich. Ihrer Storch. Er beschützt dich. Geh. Vielen Dank, Marin. Ich kann es nicht ewig halten. Magischer Zauber, drücke. Ah. Ich konnte ihn nicht retten. Ein Stab, um den Pfad zu beschützen. Alles klar, jetzt können wir durch die grünen Schranken durchpreschen. Nach dieser aufreibenden Aktion müssen wir uns erstmal kurz beruhigen. Vergrabene Zuflucht.